Liebherr, der Spezialist für Kühlen und Gefrieren und TV-Spielfilm. Ihre Programmzeitschrift präsentierten die Tischtennis-Bundesliga im DSF. Die Tischtennis-Bundesliga im DSF TTV Rehbau Gönnern gegen Borussia Düsseldorf. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, aus der Perftalhalle in Breidenbach. Ja, wenn der deutsche Meister Borussia Düsseldorf auf Reisen geht, da füllen sich die Hallen. Das ist diesmal genauso ausverkauftes Haus in Breidenbach. Und die meisten natürlich hoffen, dass das Spiel anders ausgeht als in der Vorrunde. Da gewann Borussia Düsseldorf nämlich glatt gegen Gönnern mit 6:2. Damals allerdings fehlte die etatmäßige Nummer 1 aus Gönnern, Danny Heister, der Niederländer, wegen Knieproblemen. Diesmal ist er mit dabei. Borussia Düsseldorf könnte mit einem Sieg hier in Gönnern die Tabellenspitze übernehmen, vorübergehend. Das schauen wir uns mal genau an. In Zahlen Grenzau mit 22:2 Punkten vorne, nach wie vor ungeschlagen. Borussia Düsseldorf also könnte mit einem Sieg auf 23 Pluszähler kommen. Wir sehen Gönnern Tabellenvierter mit 13:9 Punkten. Ein sicheres Team auch für die Playoff-Plätze. Gönnern ebenso mit einem Sieg eine mögliche Verbesserung in der Tabelle. Tabellenplatz 3 würde winken. Nun eine ungewöhnliche Situation zwischen diesen beiden Mannschaften. Es spielen nämlich drei Deutsche mit. Zwei bei Gönnern, Richard Brause und natürlich der deutsche Einzelmeister Timo Boll bei Düsseldorf. Das wissen Sie, Mr. Tischtennis in Deutschland, Jörg Roßkopf. Das verspricht doch einiges. Bleiben Sie dran. Freuen Sie sich unter anderem auf das Duell aus dem fernen Osten. Shu Chenkai gegen Koji Matsushita oder auch Angriff gegen Abwehr. Und auf das Aufeinandertreffen zweier Tischtennis-Generationen. Deutschlands große Nachwuchshoffnung Timo Boll gegen Mr. Tischtennis Jörg Roßkopf. Zurück in Breidenbach, Tischtennis Bundesliga TTV Rehbau Gönnern, der Tabellenvierte gegen den zweiten und amtierenden Meister Borussia Düsseldorf. Und ich verspreche Ihnen nicht so viel, es gibt wieder mal interessante Duelle und fantastische Ballwechsel. Ihr Kommentator ist Herbert Steffe. Wie so oft vor dem Spiel der Aufstellungspoker der beiden Trainer Helmut Hampel links und Mario Amicic. Mit 1:1 war man aus den Doppeln gegangen, also rechnete sich Hampel durchaus eine kleine Außenseiterchance gegen die favorisierten Düsseldorfer aus. Sein Plan, Shu auch im Einzel zu bringen, da der Chinese noch nie gegen Abwehrkünstler Matsushita verloren hatte. Grujic blieb dafür draußen. Amicic dagegen hatte keinen Spielraum. Er musste Matsushita bringen, da der Däne Monrad wegen Fiebers im Einzel nicht eingesetzt werden konnte. Für ihn kam sein Landsmann Michael Mays zum Einsatz. Unser erstes Spiel aber, Boll gegen Samsonov. Im Hinspiel hatte Boll überraschend Samsonov besiegt. Und auch sonst hat der 17-Jährige schon einiges erreicht in seiner noch so jungen Karriere. Timo Boll war gerade erst aus Katar zurückgekommen, hat dort den Jugendwettbewerb gewonnen und auch sich sogar für das Hauptfeld bei den Aktiven qualifiziert. Hier gegen Samsonov war er allerdings der klare Außenseiter, auch wenn er, wie bereits erwähnt, das Hinspiel überraschend gegen den derzeit besten Spieler in der Bundesliga gewonnen hat. Wir sind im ersten Satz, Spielstand 16:19. Und das mit Sicherheit der spektakulärste Ballwechsel dieses Spiels, wahrscheinlich der gesamten Begegnung Gönnern gegen Düsseldorf. Riesen Jubel, Riesenstimmung natürlich in der Halle, vor allem nach solchen Ballwechseln. Samsonov spielt gerne aus der Halbdistanz, dass er sich so weit von der Platte drängen lässt wie hier, ist allerdings eher die Ausnahme.
Auch das ein Beweis der Klasse des noch jungen Timo Boll. 17-19. Auch der nächste Punkt ging an Timo Boll. Es wurde also nochmal eng im ersten Durchgang. Beide Spieler profitierten immer wieder in erster Linie auch von ihren Aufschlägen. In diesem Fall allerdings der Punkt an den Rückschläger. Zwei Satzbälle für Wladimir Samson. Den ersten vergeben, Anfeuerung von Richard Brause. Die Rückhand knapp im Aus. Ärgerlich dieser Satzverlust für Timo Boll, der gut gespielt hat und der auch im zweiten Durchgang durchaus seine Chancen hatte. Mit 14-10 hatte er bereits geführt. Danach allerdings der große Durchhänger des Timo Boll und die besonders starke Zeit von Samsonov, der als einziger der Spitzenspieler von Düsseldorf bzw. Gönnern nicht in Katar beim großen Turnier dabei war. Aus 14-10 machte er eine 19-16 Führung im zweiten Durchgang. 20-16, nichts ging mehr bei Timo Boll. Die besondere Aufschlagtechnik des Wladimir Samsonov. Der Aufschlag muss allerdings wiederholt werden. Die Netzkante berührt. Er wirft den Ball extrem hoch. Und macht damit den Punkt. Letztendlich doch ein glatter Zweisatzsieg für Wladimir Samsonov, der damit also die Niederlage aus der Hinrunde wettmachen konnte und in der Rückrunde weiterhin ohne Niederlage bleibt. Seine Begründung für den glatten Sieg. Ja, ich glaube, in wichtigen Situationen habe ich besser gespielt. Mein erster Satz, vielleicht habe ich ein bisschen Glück gehabt, vielleicht nicht, aber 15 beide, ich habe taktisch sehr gut gespielt und ich meine, bei seinem Aufschlag habe ich 4-1 gespielt und das war eigentlich das Entscheidende. Auf Tisch 2 setzte sich Jörg Roskopf mit 2-1 gegen Danny Heister durch. Düsseldorf führte also mit 3-1. Wir widmen uns gleich dem zweiten Parkkreuz. Zuvor geht es aber nochmal ins Studio zu Harald Schult. Eins zu drei, also der TTV Rehbau Gönnern liegt zurück gegen Borussia Düsseldorf nach den beiden Doppeln und zwei Einzeln. Timo Boll hat heute sein Einzel gegen Wladimir Samsonov nicht gewinnen können, aber Sie selbst haben gesehen, welch großes Talent da heranwächst in den Reihen des Deutschen Tischtennisverbandes. Sein Trainer in Gönnern ist Helmut Hampel und Helmut Hampel plaudert jetzt ein wenig aus dem Nähkästchen in unserem Netzrolle. Agrotreppen wünscht Ihnen gute Unterhaltung. Mit dem Netzroller. Ja, Timo trainiert unter absoluten professionellen Bedingungen. Timo trainiert im Schnitt in der Woche zwischen 8 bis 10 Einheiten. Eine Einheit a 2,5 Stunden am Tisch. Dann kommen noch dazu, ist natürlich von der Saison abhängig, beziehungsweise auch von der Trainingsperiodisierung abhängig, Konditionstraining, das in der Vorbereitungsphase etwas mehr Krafttraining und Ausdauertraining beinhaltet. Und nachher in der laufenden Saison mehr Schnelligkeitstraining.
Agro-Treppen wünschte Ihnen gute Unterhaltung mit dem Netzroller. Und das sind die schnellsten Beine der Tischtennis-Bundesliga, die von Koshi Matsushita. Bevor wir den Abwehrkünstler in seinem Spiel gegen Angstgegner Shu sehen, kurz ein Blick auf seine Erfolge. Ich darf Sie jetzt auf einen echten Tischtennis-Leckerbissen vorbereiten. Abwehrkünstler Koshi Matsushita gegen seinen Angstgegner Shu Zhenkai. Zunächst zwei fantastische Ballwechsel aus dem zweiten Satz. Unglaublich, was Matsushita alles zurückbringt. Dennoch der Punkt an Shu, der sich natürlich besonders nach solchen Ballwechseln feiern lässt. Der erste Satz war auch mit 21:15 an Shu gegangen. Das taktische Konzept von Trainer Hampel schien also aufzugehen, aber Matsushita steigerte sich im zweiten Satz. Und er spielte eine seiner großen Waffen immer mehr aus Schnittwechsel. Er dreht dabei oft den Schläger auf der roten Vorhandseite. Lange Noppen und da fällt dann selbst ein Spitzenmann wie Shu Zhenkai schon auch mal drauf rein. Der zweite Satz, er ging mit 21:18 an Matsushita, die Entscheidung in diesem Tischtennis-Krimi und Leckerbissen im dritten Durchgang, der absolut ausgeglichen verlief. Die Faust von Shu Zhenkai. Wie gesagt, der Chinese hatte noch nie gegen Matsushita verloren und dieses Mal war es ausgesprochen eng. 15:15 der Spielstand im dritten Durchgang. Koshi Matsushita, er ließ sich auch nicht nur in die Abwehr drängen, er versuchte immer wieder selbst, vor allem mit der Vorhand, das Spiel zu machen, anzugreifen. Und mit dieser Maßnahme hatte Shu so seine Probleme. Ein Beispiel des eben angesprochenen, auch wenn dieser Punkt an Shu ging. Koshi Matsushita aus der Halbdistanz, die Vorhand als Topspin, als Angriffsball gespielt. Einer der vielen grandiosen Ballwechsel in diesem Spiel. 16:15 Führung Shu. Der Ballwechsel noch einmal in der verlangsamten Wiederholung, gut zu erkennen. Matsushita spielt den Topspin fast ausschließlich mit der Vorhand, muss dadurch weite Wege gehen, während Shu Vorhand und Rückhand einsetzt. Prinzipiell im Angriff natürlich Vorteile hat. Und letztendlich, wenn auch glücklich, den Punkt macht. ...17:16 jetzt die Führung für Shu. In einem natürlich extrem wichtigen Spiel, nicht nur für Shu, sondern für die gesamte Mannschaft. Ein Sieg musste her, wenn eine Chance auf ein oder sogar zwei Punkte gegen Düsseldorf erhalten bleiben sollte.
Gut gekämpft von Matsushita gegen den Netzroller. Und die Führung für den Japan. Noch keine Niederlage in der Rückrunde. 6 Siege für Matsushita, 3 davon im oberen Parkreuz. Er hat sich enorm gesteigert nach leichten Anlaufproblemen in der Tischtennis-Bundesliga. Und jetzt hat sogar der Angstgegner große Probleme. Relativ selten gegen Matsushita ein direkter Punkt mit dem Aufschlag. Über die Netzkante ins Aus. 18-19. Blitzschnell gezogen, dieser Topspin, zu schnell sogar für den schnellen Matsushita. Spannender ging's nimmer. Mit dem Vorhand-Topspin den 20. Punkt und Matchball Matsushita. Behält er die Ruhe, findet die richtige Mischung aus Aggressivität und Sicherheit. Shuchenkai 20 beide. Dieses Mal bleibt der Ball an der Netzkante hängen und Matchball für den Chinesen. Das war's. Shuchenkai setzt sich durch. Nach 6 Siegen in Folge gab's damit die erste Niederlage für Matsushita in der Rückrunde. Shu bleibt sein Angstgegner. Helmut Hampels taktische Maßnahme war somit erfolgreich. Dementsprechend euphorisch äußerte sich Gönnerns Trainer nach dem Spiel. Xu hat den ersten Satz eigentlich zu leicht gewonnen, das war das Problem. Und hat im zweiten Satz eigentlich auch gut angefangen. Und er wollte dann eigentlich mit Gewalt die Punkte machen. Er hat nicht mehr die Punkte herausgespielt, sondern er wollte mit dem ersten oder zweiten Ball den Punkt machen. Und er hat auch sehr viel Fehler gemacht, das war das Problem. Und nachher zum Schluss hat Matsushita sehr gut gespielt. Er hat vor allem Xu sehr gut gestört. Also er hat versucht, immer den Angriffsrhythmus von Xu zu stören, indem er selbst angegriffen hat. Und es ist ihm auch teilweise sehr gut gelungen. Ne? Shu holte also den 2. Punkt für Gönnern. Überraschend dagegen die glatte Zweisatzniederlage von Richard Brause gegen Michael Mays. Düsseldorf ging also mit einer 4:2 Führung in die Pause. Wir kommen zur Auflösung unseres Gewinnspiels vom letzten Mal und da haben wir Sie gefragt, welcher Spieler der TTF Lieper Ochsenhausen hat in der vergangenen Saison insgesamt 3-mal gegen Düsseldorfs Nummer 1 Wladimir Samsonow gewinnen können. Die richtige Antwort lautete Ma Wenge und gewusst hat es wer. Da schauen wir mal, wer den Wochenpreis abräumt. Es ist Andreas Dörner aus 7492 Neckar Bischofsheim. Herr Dörner, recht herzlichen Glückwunsch.
Gewinnen Sie mit Kettler und DSF. Jede Woche ein Tischtennisset bestehend aus zwei Schlägern, Bällen und einer Netzgarnitur. Am Ende der Saison verlosen wir unter allen Teilnehmern den Hauptpreis. Die Tischtennisplatte Exzellent von Kettler. Für höchsten Anspruch an Sicherheit und Komfort. Rufen Sie an 0190 270 217. Infos und Teilnahmebedingungen im DSF-Textseite 391 und 392. Viel Glück! Und das ist unsere heutige Frage. Mit welcher Mannschaft gewann der TTV Rehbau Gönnern 97-98 den deutschen Pokal? Waren es Heister, Gruitsch oder Schuh? Waren es gar die vier Heister, Boll, Gruitsch und Schuh? Oder waren es Boll, Schuh, Heister? Zugegeben, bei dieser Frage geht es schon etwas ans Eingemachte. Der Teilnahmeschluss ist der 11. März 99. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, und nachzulesen ist das Ganze, wenn es denn zu schnell gegangen sein sollte, auf den Videotexttafeln im DSF 391 und 392. Timo Boll soll einmal in die großen Fußstapfen des Jörg Roßkopf treten. Noch ist es nicht ganz so weit, aber der 17-Jährige aus Gönnern ist dran. Er gewann den ersten Satz gegen Jörg Roßkopf überraschend glatt mit 21-13. Roßkopf allerdings am Tag des Spiels erst aus Katar zurückgekommen, wirkte doch etwas angeschlagen, etwas müde, in manchen Phasen unkonzentriert. Allerdings im zweiten wusste er sich deutlich zu steigern. Aber es blieb eng. 17-15, die Führung für Timo Boll, dem also noch 4 Punkte fehlten, um Jörg Roßkopf zu besiegen. Jetzt nur noch 3. Wieder ein kleiner Durchhänger von Timo Boll, vielleicht noch eine der kleinen Schwächen in seinem Spiel, dass er nach einem relativ leicht vergebenen Punkt ein klein wenig die Konzentration verliert, beziehungsweise zu sehr mit sich selbst hadert und dann es dem Gegner ermöglicht, 1, 2, 3 Punkte relativ leicht hinten dran zu setzen. Und das nutzt ein erfahrener Mann wie Jörg Roßkopf natürlich aus. Und lässt sich von der Platte drängen. 4. Punkt in Folge für Roßkopf nach 18-15, 18-19 aus Sicht von Boll. Die beste Rückhand in der Bundesliga, vielleicht in der ganzen Welt, zum 20-18. Roßkopf holt sich also den zweiten Satz. Die Entscheidung musste im dritten fallen. Wir hören mal rein, wie Helmut Hampel Timo Boll darauf einstellte. Und die Eröffnung ist soweit okay. Nur ab und zu auch mal Rückhand eröffnen. Weite Rückhand, ja. Okay? Sonst ist okay. Mitte Vorhand ist okay. Ab und zu mal weite Rückhand öffnen als Variation. Und denk dran. Guck ein bisschen. Wenn der anfängt mit Rückhand, dann spielt er mal Rückhand. Wieder gerade Rückhandblock, nicht mehr in Vorhandblock. Okay? Und wenn er hinterm Tisch ist, muss der Ball sofort in seine Rückhand. Okay? Ja? Geht schon. Die Frage, wie gerade ein so junger Spieler wie Timo Boll solche Anweisungen während des Spiels tatsächlich aufnehmen kann. Er startete gut in den entscheidenden dritten Satz, führte mit 6-1, dann allerdings kam Roßkopf heran, Seitenwechsel bei 10-8. Und jetzt die Führung 15-14
für Jörg Roskopf. Wieder dieses Hadern mit sich selbst, obwohl er eigentlich mit seiner Leistung durchaus zufrieden sein konnte. Keiner verlangte einen Sieg von ihm, keiner erwartete es wirklich gegen den noch übermächtigen Jörg Roskopf. Siebzehn-14 Führung für Roskopf und Aufschlag. Das Ding schien gelaufen. Zumal Timo Boll wieder mal eine seiner Phasen hatte, in denen wenig lief. Achtzehn-15. Ballwechsel natürlich wesentlich kürzer als zum Beispiel im Spiel Matsushita gegen Shu. Zwei Angriffsspieler, die auf den schnellen direkten Punkt gehen. Das sind lange Ballwechsel Mangelware. Dennoch Spitzentischtennis auch in dieser Partie. Kleine Hoffnung. 16-19 und Aufschlagrecht bei Timo Boll. Klasse Punkt aus der Halbdistanz. Da bewies er auch seine Kämpferqualitäten und Jörg Roskopf, der hat es vielleicht ein klein wenig zu leicht genommen. Auf der anderen Seite wusste er natürlich, wie eng das nochmal werden könnte. Timo Boll hatte Aufschlagrecht und er ist ja bekannt für seine Aufschläge. Da hat auch ein Jörg Roskopf Probleme. Und nur noch 18-19. Prima am Gesicht von Jörg Roskopf abzulesen. Plötzlich hat er erkannt, dass er da einen möglichen Sieg vielleicht etwas zu früh schon abgehakt hat und jetzt im Hintertreffen war. Timo Boll, Punkt für Punkt bei eigenem Aufschlag. Er war fast draußen aus diesem Match und jetzt hat er Matchball, angefeuert von den Fans in der toll besuchten Halle. Das war's. Boll schlägt Roskopf. Ein Riesenerfolg für den Nachwuchsmann, auch wenn der Sieg gegen den am Ende doch etwas müde wirkenden Roskopf nicht überbewertet werden sollte. Klasse Leistung, die dementsprechend gefeiert wurde. Keine Frage, der kommende Mann im deutschen Tischtennissport, Timo Boll. Ein enorm wichtiger Sieg für Gönnern, da Wladimir Samsonow gegen Danny Heister auf Tisch 2 für den 5. Düsseldorfer Punkt gesorgt hatte. Mit 2 Siegen in den beiden abschließenden Einzeln war also zumindest noch ein Unentschieden möglich für Gönnern. Bevor wir Ihnen diese Spiele zeigen, wollen wir aber die beiden Akteure von eben zu Wort kommen lassen. So, da sind sie nun, die beiden, Timo Boll und Jörg Roskopf. Jörg, hat man wieder gesehen, jedes Spiel muss erst zu Ende gespielt werden, zugemacht werden. Was war da los am Schluss? Ja gut, am Schluss habe ich natürlich vergessen, die Partie zuzumachen. Aber man muss sagen, dass normalerweise das Spiel auch schon 2-0 für den Timo ausgehen hätte müssen. Er hat eigentlich den kompletten zweiten Satz sehr gut gespielt, hat er auch geführt. Und ich denke, das hätte schon ganz anders ausgehen können, ja. Also von außen wird er mal rangetragen, wenn Jörg Roskopf und Timo Boll gegeneinander spielen. Das ist das Generationenduell, Mr. Tischtennis in Deutschland und sein Nachfolger. Nun, er spielt jetzt schon häufig gegen Jüngere und sie natürlich auch gegen Ältere, aber ist das schon noch immer etwas Besonderes, gegen Jörg Roskopf zu spielen, der sicherlich auch ein Vorbild war? Ja klar, es ist was Besonderes, gegen Rossi zu spielen. Da auch
ein Vorbild für mich ist und von dass ich gewonnen habe, ist natürlich Wahnsinn. Was hat denn für Sie den Ausschlag gegeben in dieser Partie gegen Jörg Rosskopf? Mit welcher Taktik geht man da in das Match hinein? Ja, ich habe relativ wenig zu verlieren gegen Rossi. Den Druck hat eher er. Und ja, ich habe locker aufgespielt, habe mich wohlgefühlt und habe dann auch gute Bälle gespielt. Und so habe ich, denke ich, auch mal verdient gewonnen. Sie beiden waren ja auch bei den Qatar Open jetzt die ganze Woche über, wie viele andere auch, die wir heute Abend gesehen haben. Wie störend ist das denn hinsichtlich einer Tischtennis-Bundesliga-Begegnung? Ja, ist mit Sicherheit nicht fördernd, wenn man am gleichen Tag dann hier anreist. Aber man muss sagen, wir haben das davor gewusst und wir haben uns davor darauf eingestellt. Und ich denke, dass das nicht das große Problem gewesen ist. Das war ganz einfach so, dass das Team heute viel, viel besser gespielt hat, vor allen Dingen auf die weichen Bälle viel besser gespielt hat. Und das hat man heute gemerkt, dass er sich da ziemlich stark verbessert hat. Und ich muss das akzeptieren jetzt. Ja, Jörg Rosskopf stand mit Speedy Fetzen im Halbfinale immerhin. Und Timo Boll hat das U19-Turnier gewonnen in Katar. Dazu nochmal recht herzlichen Glückwunsch und sich auch für das Hauptfeld qualifiziert. Ja, ich meine, Jörg Rosskopf macht das schon seit Jahren, dass er natürlich auch große Pro-Turniere mitnimmt und dann mal eine Woche in Asien oder was weiß ich wo ist. Bei Ihnen, ja, fängt es jetzt erst so langsam an. Merken Sie das kräftemäßig? Ja, ich merke jetzt schon, dass die Beine müde werden und ich glaube, ich verkrafte das ganz gut. Ich habe mich im letzten Jahr konditionell auch verbessert. Ja, und ich stecke das, glaube ich, ganz gut weg. Für Sie sind heute Abend ja die Messen gesungen. Jetzt muss aber Richie Brause gegen Koji Matsushita ran. 3-5. Ist da noch ein Unentschieden drin? Ja, beide Spiele sind, glaube ich, offen. Und wir hoffen natürlich auf einen Punkt hier. Danke an Sie beide. Also jetzt Richie Brause gegen Koji Matsushita. Bitte, Herbert Steffe. Ja, und Richie Brause, er wusste natürlich, was die Stunde geschlagen hatte. Etwas überraschend doch seine Zweisatzniederlage in seinem ersten Einzel gegen Michael Mays. Und das wollte er gegen Matsushita gut machen. Den ersten Satz beherrschte er auch überraschend klar. Wir wollen Ihnen nur zwei gut herausgespielte Punkte von Brause zeigen aus diesem ersten Durchgang. Der unterm Strich eine klare Angelegenheit war und der mit 21:12 an den Mann aus Gönnern ging. Matsushita ließ sich zu sehr in die Abwehr drängen, vergaß, was er im Spiel gegen Shu so glänzend zumindest teilweise eingesetzt hatte, den Angriff. Im zweiten dann allerdings das Ganze etwas anders. Anfänglich Matsushita mit Vorteilen, 7-4 Führung, dieser Punkt an Brause zum 7:5. Spektakuläre Ballwechsel natürlich auch in diesem Spiel, immer wenn ein Angreifer auf einen Abwehrspieler trifft. Leider ist das ja so selten in der Bundesliga. Matsushita, einer von nur zwei Spitzenspielern, Ding Song der andere. Sehr geduldig gespielt von Richard Brause. 18:17 seine Führung. Lässt sich nicht verleiten, den Schuss zu früh anzusetzen. Um einen schnelleren Punkt, aber auch einen vermeidbaren Fehler zu riskieren. Wartet ab, bis der Gegner den Fehler macht. Dieser zweite Satz, an Spannung kaum zu überbieten, zumal ja allen in der Halle klar war, Richie Brause musste dieses Spiel gewinnen,
um die Chance aufs Unentschieden für Gönnern zu bewahren. 19-18 Führung Matsushita. Es wurde immer enger. Zwischendurch auch mal ganz weich gezogen von Richard Brause. Taktisch glänzend eingestellt. Der war zu hoch, den muss er schießen. 20-19. Matchball Braus. Mit viel Glück am Ende unterm Strich aber verdient der Zweisatzsieg von Brause gegen Matsushita und dementsprechend glücklich war er anschließend im Gespräch mit Detlef Watzke. Nach der Leistung von Xu hatte ich gehofft, dass Matsushita etwas müde ist. Und ich glaube das, und dann hat er ein bisschen Probleme gehabt. Er hat das erste Mal gegen mich gespielt und glaube, hat ein bisschen Schwierigkeit mit meinen Bällen gehabt. Und ich bin einfach glücklich, dass ich das Spiel gewonnen habe letztlich. Zumal er ja zuvor gegen diesen jungen Mann, den 17-jährigen Dänen Michael Mays, überraschend in zwei Sätzen verloren hatte. Und Michael Mays jetzt natürlich mit dem enormen Druck gewinnen zu müssen für Düsseldorf, um den Sieg zu sichern. Auf der anderen Seite der erfahrene Xu oder Xu, wie Richie Brause so schön gesagt hat, der nach seinem grandiosen Spiel gegen Matsushita, gegen Michael Mays, nichts anbrennen lassen wollte und das überraschende, mögliche Unentschieden für Gönnern retten wollte. Der erste Satz war mit 22-20. An Xu gegangen. Da hatte allerdings Mays schon 20-16 geführt. Zweiter Durchgang dann mit 23-21 an den jungen Dänen. Die Entscheidung im dritten. Da war es lange Zeit sehr, sehr eng. Ja! 12-10 die Führung für Xu Zhengkai. Man konnte es seinem Gegner doch deutlich ansehen, dass der in dieser Situation nicht besonders glücklich war. Kaum Einsätze bisher im Einzel für Düsseldorf. In erster Linie zunächst im Doppel dabei an der Seite von Martin Monrad. Da fehlt es natürlich an der Erfahrung. Spielerisch hat er fast schon alles drauf. Und auf der anderen Seite der erfahrene Xu Zhengkai mit dem Publikum im Rücken. Zum 13-11. Klasse vorbereitet mit der Rückhand und dann drängt er den Gegner immer weiter weg vom Tisch. Auch das ein klassisches Beispiel. Erfahrung gegen Jugend. 14-11 und jetzt 19-14 Führung für Xu Zhengkai. Ganz locker rausgespielt, 20-15, 5 Matchbälle für den Chinesen. Und Aufschlagrecht. Da war kaum mehr was zu holen für den am Ende doch etwas entnervten Michael Mays. Ja!
21:15 der dritte Satz an Shu Chenkai. Er sichert damit Gönnern den fünften Punkt. Ein überraschendes, aber hochverdientes Unentschieden gegen Düsseldorf. Ein toller Tischtennisabend ging zu Ende. Eine spielerische und taktische Meisterleistung von Gönnern, sicher auch dem Trainer Helmut Hampel zu verdanken. Ich meine, wenn wir vorne einen Punkt machen, hinten ist alles möglich. Das habe ich auch schon vor dem Spiel gesagt. Das hat sich bestätigt. Wir haben vorne einen Punkt gemacht und haben hinten drei Punkte gemacht. Und okay, ich meine, das war das Unentschieden dadurch. Gut, ich meine, Düsseldorf hat gewankt, ist aber nicht gefallen. Ich meine, es ist nur ein Unentschieden, kein Sieg von uns, aber trotzdem muss ich sagen, es war ein Wahnsinnsspiel. Leider kein Live-Spiel. Ich glaube, es ist heute wieder ein absolutes Live-Spiel geworden, auch fürs DSF. Aber ich muss sagen, auch Kompliment an meine Mannschaft, es war ein wahnsinniger Kampf. Der wahnsinnige Kampf von Gönnern, noch einmal in Zahlen ausgedrückt. 2:5 lag man hinten, dann die Siege von Boll, Brause und Schuh zum verdienten 5:5. Das war aber längst noch nicht alles vom Spiel Gönnern gegen Düsseldorf. Wir melden uns gleich noch einmal zurück. Die Tischtennis-Bundesliga lebt und wie wieder ein fantastisches Spiel. Gönnern beißt den vierten Teil aus Düsseldorfs Punktekuchen. Und dann schauen wir mal auf die Tabelle, wie sich das auswirkt, dieses 5:5, dieses Unentschieden nach großem Kampf des TTV Rehbau Gönnern. Düsseldorf hat also den Sprung an die Tabellenspitze nicht ganz geschafft. Jetzt mit 22:4 Punkten. Grenzau ein Spiel im Rückstand und auch Gönnern kommt nicht an Jülich vorbei, hat jetzt 14:10 Punkte. Also auf den ersten Blick nutzt dieses Unentschieden niemand. Ich denke, es war ein Punktgewinn natürlich für den TTV Rehbau Gönnern, denn gegen Düsseldorf muss man erst einmal punkten. Das wird sich sicherlich am Ende auswirken, wenn es dann heißt, mit welchem Platz gehen die Mannschaften in die Playoff-Spiele. Tischtennis wird es wieder geben, heute in 14 Tagen. Und dann gibt es den absoluten Schlager, der erste gegen den zweiten. Zugbrücke Grenzau gegen Borussia Düsseldorf, Samstag, 13. März. Das sollten Sie sich ganz dick anstreichen in Ihrem Tischtenniskalender von 18 bis 19 Uhr. Und wenn wir heute schon so ein tolles Spiel gesehen haben, dann denke ich, wird vielleicht Grenzau Düsseldorf noch eine Schippe drauflegen. Das war's für heute und wir haben natürlich am Ende wieder einmal die Qual der Wahl für den Ballwechsel des Tages.